Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video rund um GTA Online, denn heute zeige ich euch gleich zwei krasse Outfit-Glitches und zwar zeige ich euch, wie ihr einmal dieses Nose-Outfit bekommen könnt und andererseits, Leute, zeige ich euch, wie ihr diese FIB-Marke bekommen könnt, damit ihr richtig geile Special Agent werden könnt. Also gut, Leute, bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen und für die Leute, die schon nicht abonniert haben, abonniert mich, so verpasst ihr die krassesten Glitches in GTA Online. Also gut, Leute, ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Als erstes zeige ich hier im Video, wie ihr euch dieses Nose-Outfit bekommen könnt, beziehungsweise Nose-Polizei-Outfit. Ihr wisst, was ich meine. Aber Leute, dieser Glitch hier funktioniert nur für PS4 und PS5. Aber keine Sorge, Leute, der Teil mit der FIB-Marke ist für alle Konsolen. Gut, für die PS4, PS5 Leute, ihr müsst euch hier erstmal einen ganz bestimmten Job markieren. Der Link für diesen Job ist natürlich in der Videobeschreibung, ist ja klar. Und ihr müsst euch den Job natürlich jetzt auch markieren. Habt ihr euch den Job markiert, Leute, müsst ihr trotzdem noch hier eine Vorbereitung treffen. Denn ihr müsst hier zur Ammonation und ein Ausrüstungsteil kaufen. Genauer gesagt, ihr müsst diese LCD-Kopfhörer kaufen. Habt ihr diesen LCD-Kopfhörer gekauft, braucht ihr hier jetzt auch noch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Denn ihr startet den Job. Aber Leute, ganz wichtig, in diesem Job bekommt ihr beide Outfits. Deswegen müsst ihr ja mit eurem Freund absprechen, welches Outfit ihr haben wollt. Denn der Hoster bekommt hier dieses Nose-Polizei-Outfit. Ihr wisst, was ich meine. Und der beitritt so gesehen im Job, bekommt hier das Nose-Outfit. Deswegen, Leute, müsst ihr euch mit einem Freund absprechen, wer jetzt den Job startet und so weiter und so fort. Also gut, Leute, ihr habt euch abgesprochen, setzt beide in den Job, müsst ihr jetzt einfach den Job jetzt starten. Seid ihr jetzt ins Spiel angekommen, Leute, müsst ihr jetzt das Interaktionsmenü öffnen, geht auf Stil, geht auf Accessoires und bei Ausrüstung drückt ihr einmal die linke Pfeiltaste, denn dann kommt dieses LCD-Kopfhörer. Habt ihr diesen LCD-Kopfhörer ausgewählt, Leute, schließt jetzt Interaktionsmenü, geht aufs Handy, geht auf Jobliste, drückt Viereck und verlasst den Job. Später im Online-Modus werdet ihr merken, boom, ihr habt das Outfit jetzt an. Und das Ganze müsst ihr jetzt einfach nur noch abspeichern. Das bedeutet, ihr fahrt jetzt zum Kleidungsgeschäft oder zur Ammonation und speichert euch das Ganze ab. Und so einfach ist dieser Glitch, Leute. Und wie gesagt, Leute, wenn ihr das andere Outfit haben möchtet, müsst ihr einfach kurz switchen, dass der andere Host da ist und ihr dann, ne? Ihr wisst, was ich meine. Aber Leute, ich würde sagen, kommen wir jetzt zum Teil, wo ihr diese FIB-Marke bekommen könnt, damit ihr FIB Special Agent werden könnt. Und zwar braucht ihr für diesen Glitch tatsächlich eine Spielehalle. Denn ihr braucht den Casino-Raubüberfall. Aber nicht den Raubüberfall selber, ihr braucht nämlich hier eine ganz bestimmte Vorbereitungsmission. Und zwar Hackergerät. Hackergerät findet ihr auf der zweiten Tafel. Das bedeutet, wenn ihr die zweite Tafel noch nicht habt, Leute, müsst ihr noch die Vorbereitung von der ersten Tafel spielen. Außerdem, Leute, solltet ihr hier auch schon mal ein Outfit euch gespeichert haben, wo ihr später diese FIB Special Agent Marke haben möchtet. Gut, habt ihr das, können wir auch direkt loslegen. Denn ihr müsst jetzt einfach zu eurer Spielerhalle hingehen. Und Leute, es ist tatsächlich völlig egal, in welcher Sitzung ihr das macht. Gut, seid jetzt in eurer Spielerhalle-Garage, geht es zur Tafel Nummer 2. Seid ihr in der Tafel Nummer 2 angekommen, Leute, müsst ihr jetzt einfach Hackergerät starten. Und hier, Leute, braucht ihr ein bisschen Glück, denn ihr dürft hier nicht mit eurem persönlichen Outfit spawnen, sondern, Leute, ihr müsst hier mit einem Anzug spawnen. Wenn das passiert, Leute, wunderbar, ihr könnt den Glitch machen. Wenn das nicht kommt, Leute, Sitzung verlassen bzw. neue Sitzung suchen und das Ganze nochmal probieren, bis ihr mit dem Anzug spawnt. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, Leute. Gut, seid ihr jetzt im Anzug gespawnt, so wie ich, Leute, müsst ihr jetzt erstmal zu Ammonation fahren. Denn seid ihr in Ammonation angekommen, Leute, geht ab hier zu diesem Klamottenreiter und zieht euch hierüber euer persönliches Outfit an, wo ihr später diese Marke haben möchtet. Also in meinem Fall ist es jetzt hier dieses Cowboy-Outfit zum Beispiel. Habt ihr euch jetzt euer Wunsch-Outfit angezogen, Leute, spielt jetzt einfach die Mission weiter. Denn, Leute, im Verlauf der Mission müsst ihr ein paar FIB Special Agent töten und ihr werdet hier die Marke bekommen. Und Leute, ihr werdet hier sehen, dass sich der Charakter die Marke überzieht. Und das ist richtig geil, Leute. Das bedeutet, Leute, euer Charakter hat jetzt mit dem persönlichen Outfit jetzt auch die Marke. Und das Ganze jetzt abzuspeichern, Leute, müsst ihr wieder zu Ammonation, geht da wieder zum selben Klamottenteil und speichert euch das einfach ab. Wie geil ist das denn? Und ihr könnt jetzt hier auch die Mission einfach mit neuer Sitzung suchen verlassen oder die Mission zu Ende spielen. Aber Leute, wenn ihr diesen Glitch auf mehrere Outfits anwenden möchtet, macht es natürlich Sinn, einfach die Mission zu verlassen, indem ihr neue Sitzung sucht. Aber Leute, das waren schon beide Outfit-Glitches. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Leute, dann vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Aber Leute, ich würde sagen, ich bin raus. Euer Bombard. Ciao.